Das ist wirklich ein irres Spiel, was wir derzeit an den Märkten erleben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Warum ist es ein irres Spiel? Weil einfach wild gewordene Algorithmen auf geringe Liquidität treffen und das Ergebnis ist dann schnelle Bewegung nach oben, schnelle Bewegung nach unten, schnelle Bewegung nach oben und schnelle Bewegung wieder nach unten. In der Summe tut sich aber nicht wirklich viel. Also was da unten bei rauskommt, das tendiert dann gegen Null. Und gleichzeitig ist es so, dass die Handelsrange an den US-Märkten in den letzten 30 Handelstagen so gering ist wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Also in der Summe passiert einfach nichts, aber intraday geht es dann rauf und geht es runter. Relativ sinnfrei, wenn man sich die US-Märkte mal anschaut, dann haben wir diese Bewegungen meistens um 9.30 Uhr amerikanischer New York Zeit. Wir haben um 10.30 Uhr, um 11.30 Uhr, um 12.30 Uhr, also die scheinen sogar noch eine Zeitschaltuhr programmiert zu haben, diese Algorithmen. Das ist wirklich absurd. Was soll man über solche Märkte sagen? Naja, nicht wirklich viel. Wir haben beim DAX gestern eine wilde Bewegung gesehen. Zunächst nach unten, obwohl die US-Futures schwach gewesen waren gestern Vormittag. Aber dann ging es nach unten mit Bruch der 10.500er Marke. Stops gezogen, runter unter 10.400 innerhalb von Sekunden, um sich dann wieder zu erholen. Jetzt sind wir wieder in dieser 10.500 bis 10.600er Range, wie es derzeit aussieht. Aber wie gesagt, so richtig Sinn macht das Ganze bei diesem irren Spiel nicht. Schauen wir uns mal die Vorgaben an. Was ist da los in Asien? Wir sehen den Nikkei leicht freundlich, 0,23%. Man wartet auf eine Rede von Bank of Japan-Chef Kuroda. Vielleicht kann der wieder die Welt retten. Wir sehen Shanghai plus 0,22% muss das hier heißen. Hang Seng ist leichte Minus mit 0,32% und Australien sehr positiv mit 0,91%. Schauen wir uns mal an, was heute an Terminen auf der Agenda steht. Das ist gar nicht so wenig vergleichsweise angesichts des Sommers. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, also verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen. Das gleiche dann um 10 Uhr aus der Eurozone. 15:45 der Market PMI, also der Einkaufsmanager-Index von Market, hier Produktion, also nicht die Dienstleistung, und 16 Uhr die Verkäufe neuer Häuser in den USA. Das war es dann, viel mehr wird heute nicht kommen. Was alles bedeutet das nun? Das wollen wir uns jetzt mal in den Charts anschauen und gucken gleichzeitig auf dieses irre Spiel, das derzeit da abläuft. Wir sehen hier den S&P 500 auf CFD-Basis und sehen hier buff, 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 relativ sinnfrei, erst zum Handelsende hin, dann dünnt das aus, das hier in 1-Minuten-Chart, nicht, dass Sie sich wundern, dass der so ein bisschen komisch aussieht, aber man sieht eben da schön die Bewegungen, die hier ablaufen, ähnliches Bild beim Dow Jones, da sehen wir hier diese steilen Rauf- und Runterbewegungen, grüne Kerzen, rote Kerzen, sinnfrei, macht nicht wirklich Sinn, was da passiert. Wir haben gestern ja die Situation gehabt, dass die Märkte auf die Rede von Stanley Fischer reagiert haben, diesen Fed-Vize, der eigentlich der Kopf der Fed ist. Und die Rede war ziemlich hawkisch. Das alles hat allerdings nicht verhindert, dass der Dollar dann im späteren Handel wieder unter Druck gekommen ist. Wollen wir uns gleich anschauen. Erstmal der Blick auf den DAX und wie er wohl starten wird. Da ist er. Hier sehen wir diese Bewegung ziemlich wild, hat viele Leute, wie ich gestern getitelt habe, viel Geld gekostet. Jetzt sind wir bei 10.512, um und bei in diesem Dreh werden wir auch reinkommen, vielleicht so um 10.520 nach aktueller Indikation. Damit nach wie vor Rückschlag gefährdet, nach wie vor ist die Sache beim DAX ziemlich wackelig. Wackelig ist auch der Dollar derzeit, kann diesen Rückenwind durch Stanley Fischer nicht wirklich aufnehmen. Wir sind aktuell bei 1,1332, nachdem es gestern zunächst mal nach unten ging für den Euro. Das gilt ähnlich für Dollar-Yen. Hier Gewinne in Richtung 101 sind wieder weitgehend verpufft. Wir sehen das britische Pfund relativ solide bei 1,3150 knapp. Und wir sehen den Ölpreis, der weiter unter Druck ist. Vor allem nach Aussagen jetzt von Goldman Sachs, die gesagt haben, dieser Oil Freeze, dieses Einfrieren der Produktion und ein schwacher Dollar wird dem Öl nicht helfen. Das reicht einfach nicht. Wir haben ja die Situation, Irak wird mehr Öl exportieren als gedacht. Waffenstillstand in Nigeria zwischen Rebellen und Regierung etc. All das sind Faktoren, die nicht gut für Öl sind. Wir haben den Goldpreis bei 1337. Interessanterweise mit den stärksten Zugewinnen im Vergleich zu Silber, also Gold zu Silber, seit August letzten Jahres. Silber hält sich knapp unter der 19er Marke. Also, das ist ein irres Spiel, das ist ein wildes Spiel.
Da kann man wenig wirklich Rationales daraus ableiten. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass die Märkte nach wie vor rückschlaggefährdet sind. Mit dieser Liquidität ist es natürlich schwer, wirklich sinnvolle Prognosen zu treffen. Sinnvolle Prognosen aber ist das Stichwort von Rüdiger Born, auf den ich Sie nochmal hinweisen will. Der hatte zum Beispiel gestern eine Position im australischen Dollar zum kanadischen Dollar und der kanadische Dollar ist aufgrund des stark fallenden Ölpreises schwer unter Druck, also ist diese Position schön im Plus. Rüdiger hat dann den Stopp schon in den Gewinn gezogen. Heute gibt es wieder um und bei 8 Uhr den nächsten Trade des Tages. Wer noch nicht dabei ist, der möge sich kostenfrei und unverbindlich registrieren. Und jetzt verabschiede ich mich kostenfrei und unverbindlich. Vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Marktgeflüster. Bis dann, ciao.